Und damit herzlich willkommen zurück hier im IMXC-Universum. Ich bin der Schneeduaga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Immer noch auf meiner Asgard hier in Habgier. Immer noch bei meiner Mission, die Konkurrenz hier aus dem Weg zu schaffen. Ja, der subtilere Weg hat nicht so ganz funktioniert, da Schild deaktivieren leider nicht das Beschützermodul betrifft. Deswegen wollte ich die Station jetzt mit roher Gewalt aus dem Weg räumen. Ist mir aber kurz vorher noch eingefallen, es reicht ja eigentlich, das Beschützermodul einfach nur wegzuhauen bei einer Flut. Das habe ich jetzt getan, wie man sieht. Hat mir natürlich jetzt einen Rufrang jetzt bei den Sturmflutstreichern gekostet. Ist, denke ich, aber rufschonender, als wenn ich jetzt die anderen Module auch einzeln kaputt mache. Das wird wahrscheinlich mehr Rufverlust geben. Und ja, die Flut hat definitiv die Station beschädigt. Der Hack, den ich gemacht habe, dass nichts repariert wird, läuft noch 3,5 Stunden. Ingame-Zeit natürlich. Und schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Es gibt noch eine weitere Schrottverarbeitungsfabrik im Nachbarsektor, um die würde ich mich dann danach kümmern. Ich habe gesagt, rufschonend auf 15 runter ist für mich akzeptabel. Wenn das so funktioniert jetzt, dann ja, klappt das auf jeden Fall. Ich muss nur zusehen, dass kurz vor der Zerstörung der Bussard dann ja, verschwindet. Auf der anderen Seite, gut, das notfalls brauche ich ein anderes Schiff schnell nach für die andere Station, wenn das dann zerstört wird. Das ist jetzt kein Schiff, an dem ich hänge, die Bussard. Also von daher, jo. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass jetzt kurz vorher vor der Stationszerstörung halt die Reparatur wieder anlaufen kann. Und ich dann nochmal drauf feuern müsste und dann wieder höheren Rufverlust hätte. Hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. Im Endeffekt warte ich jetzt die nächste Flut ab. Oh, er hat aber hier anscheinend Bergungsgut jetzt hier. Okay, sehr schön. Also hier gibt es scheinbar doch was einzusammeln. Denn auch die ganzen anderen Manticore machen sich dahin. Ja, und die Konkurrenz will ich halt ausschalten hier. Wobei natürlich auch sein kann, dass die Sturmflugstreicher das Ganze auch, ja, wieder nachbauen. Das kann natürlich sein. So, wie schaut es hier aus? Oh, haben wir einiges gebaut. Ah, auch jetzt der Rat der Zückerin hat bei mir jetzt mal bestellt. Eine Klapperschlange, aber auch die freien Familien, die restlichen freien Familien. Und da haben wir gesehen, da gibt es noch einige Stationen. Und von daher finde ich das alles in Ordnung, dass die noch weiter auftauchen. So, wie sieht es hier aus? Kaufen die trotz 140%? Schaut fast so aus. Wir sind erfreut über ihre Fortschritte. Ihr Preis ist in greifbarer Nähe. Geben Sie jetzt nicht auf. Ah, das dürfte das Terraforming-Projekt gewesen sein. Das aktuelle Terraforming-Projekt ist abgeschlossen. Okay, dann können wir uns darum jetzt auch kümmern. Damit wir dann wissen, was wir danach dann... So, das hat man als erstes gemacht. Eigentlich unnötig, war für die Mission gar nicht wichtig. Oh, ist die Temperatur jetzt wieder gestiegen? Na, dann gucken wir mal. So, aber wir haben jetzt die Folienstadt gebaut. Und die ist jetzt notwendig. Oh, die können wir sogar nochmal machen. Das heißt, es gibt dann jedes Mal 10.000, ne? Ja. Und die anderen können wir nicht bauen, weil halt hier einige Bedingungen nicht ergeben sind. Die aber dann halt, na, also man muss sich so vorstellen, das ist wie so eine Zeltstadt. Oder so eine Folienkuppel. Ich weiß nicht, ob ihr so kennt, so diese Studien, wie man den Mars besiedeln könnte. Genau, so, wir sollen aber die Invidium-Werkstatt bauen. So, und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, was wir auf jeden Fall brauchen. Höhlenteile habe ich, Energiezellen habe ich. So, Elektronikkomponenten habe ich, aber die muss ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal, bevor ich den Rest abreiße. Und Plasmaleiter. Also damit würde ich jetzt den anderen Strang quasi bestücken. Fangen wir damit an. So, natürlich brauchen wir auch Invidium dafür. So.
So, also was brauchen wir? Oh, falsch. Also Hüllenteil ist kein Problem. Elektronikkomponenten, die glaube ich muss ich noch mal ansetzen. Und Plasmaleiter. Okay. Ich habe die Konstruktion der erforderlichen Geräte angeordnet. Ja. Das ist nett, Bosota. Und wahrscheinlich brauchen wir auch wieder Abwurfdrohnen. Diesmal sind es aber nicht ganz so viele. Sehr schön. So, also, dann werden wir uns jetzt schon mal hier. Nämlich die Elektronikkomponenten. Haben wir hier. So, die werden wir nämlich dann auch jetzt hier oben drauf setzen. Die jetzt angedockt. Oder hier an der Seite. Das können wir natürlich auch machen. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So, das heißt, die kopieren wir und setzen wir hier ran. Sehr schön. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Denn wir können ja dann trotzdem weiterbauen in die Richtung. Die sollten wir aber einfach nochmal um 180 Grad drehen. So. Okay, hier funktioniert das jetzt irgendwie nicht so pralle. Ich das Ding doch jetzt kopiere. Ah. Muss ich... Nee. Hier auf der Seite geht das nicht so gut, ne? Ist halt die Frage, brauchen wir mehr als zwei? Das ist ja das, was ich in dem letzten Strang dann eigentlich dann ausgleichen will. So, erstmal übernehmen, dass wir die anderen beiden auf der Seite haben, weil die passen da jetzt eigentlich ganz gut hin. Gut, ich könnte die natürlich nochmal spiegeln. Das könnte ich natürlich auch nochmal machen. Also quasi so hier. Modul kopieren, dahin. Jetzt das Ganze einmal drehen. Und einmal so drehen auf 180 Grad. Müsste passen, ne? Wobei, das sieht jetzt nicht aus, ob das verbunden ist, ehrlich gesagt. Ne, das lassen wir mal lieber. So, kann ich das jetzt nicht löschen? Okay, das scheint so mit dem Spiegeln nicht so zu funktionieren. Aber die haben doch angedockt hier, ne? Ich glaube, der ist nämlich nicht richtig hier angedockt. Weil der Verbindungspunkt... So, jetzt ist er richtig angedockt, weil jetzt passt das nämlich auch. Okay. Weil ich glaube, es ist nämlich auch wichtig, dass die miteinander eine Verbindung haben mit den Modulen, sonst funktioniert das, glaube ich, gar nicht so. Also wir haben jetzt zwei Elektronikkomponenten. So, wenn ich die jetzt spiegel, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren, oder? Wenn ich die jetzt einmal so kopiere Modul. Wenn ich die jetzt einmal so drehe. Doch, da ist aber der Connect-Punkt. Das sieht halt, ja gut. Ja gut, das muss jetzt dann so sein. Ne, der war... Oh.
löschen nochmal. So. Nochmal daran. So, jetzt passt es, oder? Ja. So, dann haben wir doch unsere vier Elektronikkomponentenmodule. So. Übernommen habe ich das Ganze. Das wird natürlich dann hier dementsprechend alles aktualisiert. So, und was war es dann noch? Plasmaleiter. Die Produktion haben wir zwar schon, aber die bauen wir auch dann wieder ab. Das ist also... So, die Plasmaleiter waren, glaube ich, die... Jetzt waren die Quantumröhren, die brauche ich aber auch. Die können wir doch gleich mal... Ja, genau. Da oben drauf platzieren. So, ich glaube, da reichen erstmal zwei von. Wie gesagt, kann ich alles noch später nachsteuern. Den Baum hier werde ich wahrscheinlich dann so, konstruieren, dass ich dann da noch mit Einzelmodulen nachsteuern kann. Also. So, aber Plasmaleiter, da waren wir stehen geblieben. Da haben wir sie doch. So, die müssten eigentlich auch hier oben drauf passen. Oder machen wir die hier, passen die, glaube ich, besser dran. Ja, hat doch eine Verbindung, oder? Ja. Naja, ein Grad wird man, glaube ich, nicht so sehen. Hoffe ich. Da haben wir es doch schon. So, kopieren. Und passt jetzt auch direkt dahin. Moduländerung übernehmen. Immer regelmäßig machen beim Stationsbau. So. Wie gesagt, wir können sogar noch hier unten nach unten bauen. Na gut, hier jetzt nicht mehr. Da haben wir jetzt auch schon Dinger hin. Aber theoretisch könnte man sogar noch einen Strang nach unten machen. Das würde ich dann im allergrößten Notfall tun. Aber sonst wirkt das Ganze irgendwann doch auch zu klobig, denke ich. Und ja, hat er jetzt erstmal wieder was zu tun für die Nvidium-Werkstatt. Was wir auf jeden Fall jetzt nochmal machen können. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Logische Übersicht. Ja, wir werden massiv Erdschürfer brauchen. Ja gut, hier werden natürlich noch Elektronikkomponenten von meiner Elektronikkomponentenfabrik geliefert. Das ist aber auch okay. Das ist vollkommen okay. So, hier Kaufangebot. Das soll natürlich... Jetzt muss ich doch mal schauen. Das wollte ich das letzte Mal schon mal irgendwie machen bei den globalen Befehlen. Hoffentlich bringe ich jetzt nichts durcheinander, wenn ich irgendwie alles wieder einstellen muss. Aber es gab ja mal die Möglichkeit, irgendwo einzustellen zur Selbstversorgung.
So, und irgendwo konnte man einstellen, dass das grundsätzlich Standard ist bei meinen Stationen, außer ich sage was anderes. Aber keine Ahnung. War das hier? Nee. Ja, keinen blassen Schimmer. Auch hier, ich will ja nicht von extern kaufen. Das erklärt, warum der hier Probleme anscheinend auch mit den Finanzen streckenweise hat. Stationseinstellung, warte mal, das muss doch irgendwo möglich sein. Hier irgendwo. War das hier? Handelsbeschränkungen, globale Einstellungen nutzen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier Station konfigurieren, das ist das, okay. Oh. Aber das ist ja das, ich will ja nicht, dass die Selbstversorgung. Änderung übernehmen. Ja, macht er aber nicht. So, hier würde ich jetzt irgendwie erwarten, dass ich jetzt hier irgendwo die Selbstversorgung einstellen kann, aber. Vielleicht habe ich jetzt hier auch einfach einen Denkfehler irgendwo drin, keine Ahnung. Aber ich will das jetzt ehrlich gesagt gar nicht alles manuell jetzt wieder einstellen müssen. Aber so wie es aussieht, muss ich das wohl. Vielleicht ist es bisher auch nie aufgefallen, weil ja die Lager hier eh voll sind. Ja, das wird dann auf jeden Fall eine Sache sein, bis ja, also in der Übergangsphase zwischen den Aufnahmen, weil das jetzt alles hier so einzustellen, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so ein. Ja, ich kaufe mir die Raumdock-Händler hier natürlich auch die Hüllenteile weg. Aber da baue ich ja jetzt ja auch ausreichend. So ist es ja nicht.
Will ja einfach jetzt nur die nächste Flut abwarten. Ach so. Das wollte ich noch machen. Nämlich einfach mal zwei Elfschürfer nochmal. Weil Erze werden wir auf jeden Fall ausreichend brauchen. Und mittlerweile sorge ich auch dafür, dass genügend Andockmöglichkeiten vorhanden sind. So, wo haben wir denn den Kranich? Da. So. Der andere ist jetzt auch gleich fertig. Und ich denke mal, da werden noch einige mehr dazukommen, weil das Ding muss dann richtig befeuert werden. Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Dies ist Wellenbrecher, die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Es sieht so aus, als ob unser Stern heute ganz besonders hell funkelt. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, Ihren Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Natürlich empfehlen wir von Wellenbrecher Ihnen unser eigenes Lokal, die treibende Boje für Ihren Besuch. Das war's vorerst. Sicheren Flug. So, da haben wir auf jeden Fall die nächste Flut. Eine Flut müsste auf jeden Fall die Reparatur diese Reparatur Heck, diese Sabotage von mir noch aushalten. Dann muss ich das Ganze erneuern. Und dann sollte es auf jeden Fall reichen, dass die Station dann von der Flut zerstört wird. Wenn die Flut durch ist, werde ich auf jeden Fall auch noch mal schauen, ob ich irgendwo noch Verluste hatte zwischendurch. Dass Sie sich in Sicherheit gebracht haben. Denn gerade bricht die Sonne aus. Die Flut wird nun das System durchqueren und mit heftiger Kraft Stationen und Schiffe gleichermaßen beschädigen. Passen Sie auf sich auf. Und wieder werden wir rangezogen. Ja gut, dieser Kondensatransporter hat jetzt nicht überlebt.
Also. Und das ohne weiteren Rufverlust. Denke ich, ist das auf jeden Fall die richtigere Taktik. Also, wie gesagt, bis minus 15 gehe ich zusammen. Aber wahrscheinlich, wenn das so bleibt und auch nicht auf der anderen Station massive Verteidigungsdrohnen sind, sollte sogar mit 16 eventuell zurechtkommen. Ich hätte auf jeden Fall schon weitaus mehr Rufverlust gehabt, wenn ich jetzt hier die Stationsteile hier einzeln zerstört hätte. Die denken auch, was macht er da draußen mit seinem dicken Schiff? Die haben wahrscheinlich den perfiden Plan dahinter nicht verstanden. Ich hätte es gerne natürlich ganz gerne ohne Rufverlust gemacht. So, wir halten hier mal an. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Schild deaktivieren und den gleichen Effekt wie jetzt zu haben, das hat nicht so ganz funktioniert. Achso, genau. Jetzt wollte ich hier nochmal schauen. Erstmal hier, ob sich denn hier überhaupt so Energiezellen ist klar. So, Beschützung ist auch noch ausreichend da. Und das bisschen Schrott, was wir bekommen haben, wurde auch verarbeitet. Allerdings weiß ich, ob wir hier dann großartig Abnehmer haben werden, werden wir mal sehen. Aktuell auf jeden Fall überdimensioniert das Ganze. Das kann man nicht anders darstellen. So, Logbuch, dann schauen wir mal. Naja gut, okay, das damit musste ich rechnen, das ist Lithiumtransport, den hatten wir ja so, und das war Händler 5, das ist auch schon Ewigkeiten her. Da ist jetzt nichts weltbewegendes Neues dabei. Also wir warten dann noch eine Flut ab. Und dann werde ich, wie gesagt, versuchen, wenn das zeitlich sich ausgeht, die Reparatur nochmal abzubrechen. Also beziehungsweise die Reparaturmöglichkeit dieser Station zu deaktivieren. Vielleicht ist es aber auch gar nicht notwendig, weil ich glaube, das schaffen die gerade nicht mehr, das alles zu reparieren. Aber mir geht es natürlich hauptsächlich um das Beschützion. Sollte ich mich auch so ein bisschen um die Nahrungsversorgung kümmern. Die würde ich dann nämlich ganz gerne, je nachdem, wo die Station hinfliegt, sollte die auch autark sein eigentlich. Vielleicht packe ich das hier unten irgendwie hin, so gut wie es geht. Oder beim nächsten Strang. Ja, ich glaube, dann werde ich als nächstes diesen Strang hier abbauen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Probierten aufzusammeln. Also mit den Lagern müsste ich locker flockig hinkommen, hoffe ich.
Ja, dann war es das auch wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht, aber ich gehe davon aus, dass der Plan jetzt hier einwandfrei funktionieren wird. Erwarte Befehle. Ja, jetzt kannst du einfach weitermachen. Erwarte Befehle. Wer bist du überhaupt? Mach doch einfach weiter. Aber vielleicht macht es Sinn, dann dort auch eine Teuta zu stationieren, die den Schrott schon mal gleich verwerten kann. Brauche ich gleich mal eine Teuta. So, und die wird natürlich auch gleich gebaut, so wie es sein soll. Dann habe ich halt zwei im Einsatz, was soll's. Ob mir das am Ende natürlich mehr bringt, dass dann, wenn die Konkurrenz ausgeschaltet ist, ich da mehr davon habe, das werden wir sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Geld in den Habgier-Sektoren eher über das Kondensat gemacht wird. Aber da warten wir mal ab. So, die Teuta ist fertig. Kriegt jetzt ihren Befehl. Okay. Ah. Wieder Pech mit dem Piloten scheinbar. Ich glaube, dem kann ich ja... Kann ich helfen? Nee. Ach komm. So, also, dann ist mal wieder Personal. So, ja, genau, der ist doch perfekt. Geht doch. Und das Ganze in Habgier 1. Reichweite 2 Sektoren. Zack. Da ist er. So, okay. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, euer Shitwaga. Ciao, ciao.